Unfall an Bahnübergang mit defekter Schranke. Autofahrerin kommt ums Leben. Vogelgrippegefahr. Experten sehen hohes Ausbreitungsrisiko durch Zugvögel. Schafriss durch Wölfe. Wer kommt für die Schäden auf? Und damit herzlich willkommen zu NDR Aktuell. Wie konnte das passieren, fragen sich viele. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. In Berlin werden noch einmal deutlich weniger Turnhallen von Flüchtlingen. WDR Aktuell mit Rebecca Ferverich. Guten Tag, ich grüße Sie und wir beginnen diese Sendung mit einer Schießerei heute Vormittag in Hamm in einer Seniorenwohnung. Uhr, MDR Aktuell. Ich begrüße Sie, liebe Zuschauer, zu ersten Nachrichten am frühen Abend und wie gewohnt um diese Zeit interessanten Themen aus unseren Nachbarregionen. Im Nachrichtenstudio heute Jennifer Siegler. Hallo und herzlich willkommen zu Hessenschau Kompakt. Großbrand im nordhessischen Edertal Bergheim. Die Bewohner eines Bauernhofes. Guten Abend, herzlich willkommen zum aktuellen Bericht am Freitag. Unsere Reporter waren heute für Sie mit dabei, als die Spurensicherung in Hannweiler war. Dort ist ein älteres Ehepaar tot aufgefunden worden. Als die IG Metall gegen die Arbeitsbedingungen bei der Firma Variopack in Homburg protestierte. Und Sie waren im Gespräch mit der Islamwissenschaftlerin Armina Omerika, die für offene und kritische Worte bekannt ist. Vorher aber heben wir ab. Denn die Sportkollegin Carmen Bachmann ist. Uhr, Landesschau aktuell. Das Nachrichtenmagazin für Rheinland-Pfalz. Guten Abend. Unser Blick auf Rheinland-Pfalz am 2. Dezember, so sieht er aus. Keine Ermittlungen wegen Untreue. Warum das Desaster am Nürburgring für die Ex-Minister Kühl und Thering ohne Folgen bleibt. Zukunftspläne. 17 Millionen Euro will der neue Investor in den Flughafen Zweibrücken stecken. Was genau soll mit dem Geld passieren? Düstere Aussichten. Seit genau 125 Jahren gibt es die Rentenversicherung. Aber wie krisensicher ist die Rente eigentlich? Und mehr Nachrichten im Überblick dann nachher mit Dorit Becker. Guten Abend. Auf diese Entscheidung haben der frühere Finanzminister Carsten Kühl und... Nachrichten für Baden-Württemberg mit Sven Rex und Dieter Fritz. Guten Abend zur Landesschau. Aktuell um 19.30 Uhr. Wir starten in den Dezember und zwar mit diesen Themen. Razzia in mehreren Großbordellen. Die Behörden vermuten Zuhälterei und Menschenhandel. Welt-AIDS-Tag, HIV. Positive Menschen werden immer noch ausgegrenzt. Stylisch, aber auch alltagstauglich, die Frisurentrends für 2015.
Und das Wetter morgen trüb, im Hochschwarzwald Schnee bei 1 bis 6 Grad. Ein Bordell heißt heutzutage nicht mehr Bordell, sondern zum Beispiel Paradise. Guten Abend zur Rundschau. Zum ersten Mal muss ein ehemaliger Pater aus dem Kloster Ettal ins Gefängnis. Strafe für das, was er Schutzbefohlen